Servus und hallo, liebe Freunde der Kaffeehausatmosphäre. Holger hier wieder von Social Creative Room. Heute stellen wir euch eine tolle Technik namens Visual Café vor. Wofür stehen die beiden Worte? Visual für ihr dürft malen und schreiben. Café für ihr schafft eine Kaffeehausatmosphäre. Wir haben das hier auch mal für euch aufgebaut. Aber bevor wir euch das zeigen und genau die Technik erklären, was sind die Vorteile davon? Die Vorteile dieser Technik sind letztendlich, dass ihr euch mit einer großen Gruppe um ein Gesamtthema kümmern könnt. Ihr könnt dieses Gesamtthema in einzelne kleine Brocken verteilen und könnt an diesen Tischen in dieser Kaffeehausatmosphäre diese einzelnen Themenbereiche bearbeiten. Ich zeige euch das ganz kurz. Wir haben hier Tisch 1. Tisch 1 hat ein Teilproblem des Gesamtproblems oder anders gesagt, eine Teilidee der Gesamtidee. Und hier wird jetzt zum Beispiel 10 Minuten am Stück in einer Kaffeehausatmosphäre über dieses Thema einfach gesprochen. Man unterhält sich einfach wie in einem Café und schreibt dabei alles auf oder malt dabei alles auf, was in diesem Gespräch passiert, was herauskommt. Tisch 2 hat das nächste Teilproblem oder den nächsten Teilbereich der Gesamtidee. Tisch 3 in dem Fall, wir haben hier nur 3 Tische, genau das gleiche. Teilproblem Bereich 3 wird hier bearbeitet. Stellt euch vor, ihr habt dafür 60 Minuten Zeit. Nach 10 Minuten ertönt ein Pfiff, ein Gong oder sonst irgendwas und alle wechseln den Tisch. Bis auf den Tischmaster. An jedem Tisch soll ein Tischmaster stehen. Ihr bekommt sehr tiefe Eindrücke von jedem Tisch über diese Papiere, über diese bemalbare Tischdecke, die ihr dort ausgelegt habt und könnt danach sehr gut analysieren, welche Ideen sind für jedes Teilproblem entstanden und wie könnt ihr daraus nun eine Gesamtidee oder eine Gesamtlösung für euer Problem formulieren. Visual Café, probiert es aus. Eine tolle Sache, wenn ihr mit eurer ganzen Crew, mit eurem ganzen Team, mit eurer ganzen Firma unterwegs seid. Ihr bekommt tolle Aspekte. Es ist übrigens auch eine tolle Alternative für zu groß geratene Brainstormings, wenn man so will. Also, probiert es mal aus. Super Sache. Viel Spaß dabei. Euer Holger von Social Creative Room und bis bald.